Hallo liebe Modellbahnerinnen und Modellbahner, mein Name ist Daniel, ich bin von spurenteile.de, eurem Onlineshop für die Spuren. Und ich stelle euch heute mal wieder ein neues Produkt vor, was jetzt gerade in den Schattenbahnhof fährt, deswegen lasse ich es mal in die andere Richtung fahren. Und zwar ist es der Lilliput 628.0. Ich habe euch ja schon den Nachfolger vorgestellt, der kam früher raus als das Modell jetzt, aber ist genauso hübsch, deswegen machen wir auch ein kurzes Video. Unterscheidet sich tatsächlich außer vom Aussehen her nicht so viel von dem anderen Modell. Wir haben hier eben die 628.0, das ist der Nachfolger oder wurde entwickelt ursprünglich im Original als Nachfolger für den Schienenbus. Hat eine sehr außergewöhnliche Form, finde ich. Also sieht halt aus wie so ein Brotkasten. Aber sieht ja auch in echt aus. Deswegen würde ich sagen, hat das Lilliput sehr schön umgesetzt. Wir haben hier wieder auch alles, was wir uns wünschen können, als Ausstattung schon mit drin. Das heißt, wir haben eine Innenbeleuchtung vorinstalliert. Wir haben eine sehr schön leicht zugängliche Schnittstelle. Das zeige ich euch wieder von unten. Da müsst ihr einfach nur diese Bodenklappe im Triebwagen öffnen und dann könnt ihr dann die Coda reinstecken. Ihr habt schon wieder einen Lautsprecher drin verbaut. Das heißt, wenn ihr das Ganze mit Sound fahren wollen würdet, da gibt es ein Soundprojekt von Döhler und Haas, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Dann müsst ihr einfach nur den Sounddecoder einstecken und fertig ist der Cast ist bisschen geht. Da müsst ihr überhaupt nichts weiter verkabeln. Das ist alles schon so vorbereitet und vorinstalliert. Wie gesagt, wir haben die Innenbeleuchtung, die drin ist, und dann haben wir noch eine Beleuchtung, die in Fahrtrichtung wechselnd ist. Und die könnt ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel Doppeltraktion fahrt, wieder an so einem kleinen Mäuseklavier, was auch auf der Unterseite des Triebwagens installiert ist, an- und ausschalten. Wie bei Lilliput üblich haben wir wieder eine ganz tolle ausführliche Bedienungsanleitung mit dabei. Da ist eigentlich alles beschrieben, was ihr so machen könntet mit diesem Triebwagen, und unter anderem ist auch hier auf der Seite ganz toll das Mäuseklavier beschrieben. Wenn ihr jetzt zuerst analog fahrt, weil das hatten wir bei der vorigen Variante des Modells, und ihr habt da am Mäuseklavier was eingestellt und dann kommt der Digitaldecoder rein, bitte denkt daran, dass ihr das Mäuseklavier auch wieder auf die neutrale Einstellung zurückstellt, weil da kamen ein paar Anfragen, kaum habe ich den Decoder reingesteckt, geht die Innenbeleuchtung nicht mehr. Das hat sich dann herausgestellt, dass eben das Mäuseklavier falsch eingestellt war. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in Doppeltraktion fahren lassen. Da liegen hier in diesem Zurüstbeutelchen, auch sehr vorbildlich, den habe ich jetzt nicht aufgemacht, da sind jede Menge Bremsleitungen und alles Mögliche dabei und eben auch Kupplungen, falls ihr das Ganze in Doppeltraktion fahren möchtet. Ansonsten müsst ihr mit diesem Modell tatsächlich nicht mehr viel tun. Das ist eigentlich voll ausgestattet, so wie es ist. Jetzt lasse ich es wie immer einmal auf voller Pulle fahren für euch. Das ist es auch schon. Was man tatsächlich merkt jetzt bei dem Modell, wir haben wieder nur ein Drehgestell angetrieben. Das ein ganz leichter Lautstärkenunterschied, je nachdem, ob ihr das Ganze zieht oder schiebt, ist. Aber der ist wirklich minimal und ich gehe wirklich fest davon aus, dass das genauso wie beim 628.4 war das jetzt, meine Güte, jetzt kriege ich gleich wieder einen Shitstorm, sich nach der Einfahrzeit auch nochmal deutlich beruhigt, das Fahrgeräusch. Wir haben wieder die zwei Zugteile miteinander fix verbunden, also ihr könnt die nicht trennen, weil da die ganze Elektronik natürlich auch durch die Kupplung durchläuft. Das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich jetzt schon am häufigsten gelesen habe. Diese Kurzkupplung, die zwischen den beiden Elementen ist, die ist zwar kurz, wenn ihr gerade fahrt, aber wenn ihr jetzt hier, so wie ich, fahrt, auf einem relativ engen Radius, dann kann man halt durchgucken. Aber, liebe Leute, einen Tod muss man sterben. Daher ist es für mich einfach die technisch am sinnvollsten gelöste Methode. Man muss halt, man darf halt nur von innen drauf gucken, wenn er in irgendwelche engen Kurven reinfährt. Genau, dann, wie gesagt, sehr schönes Modell. Wir haben auch wieder die Details sind alle super ausgearbeitet. Diese Gravuren am Dach sind wirklich ganz, ganz fein. Das macht richtig viel Spaß. Optisch ist das jetzt tatsächlich nicht so mein Fall, aber ihr wisst ja, wenn ihr das schon öfter geschaut habt, ich bin Epoche 2 Bahner. Wir haben hier eine Steigung von 4%. Schafft er auch ohne Probleme. In Doppeltraktion, ja sowieso, weil dann habt ihr zwei Motoren. Was ganz toll aussieht, das habe ich schon im Internet gesehen, es gibt ja von Arnold noch die kurze Variante. Da, wenn ihr die in Doppeltraktion fahren lässt, das sieht wirklich ganz putzig aus. Das ist auch so ein Modell, das habe ich in echt ja nie gesehen. Das ist ja, ja schon ein bisschen vor meiner Zeit. Steht hier sogar drauf, wann Anfang der 70er Jahre. Da möchte ich mich entschuldigen, da war ich noch nicht am Leben.
Jetzt lasse ich ihn noch mal ganz leicht schleichen. Also ihr habt überhaupt keine Kontakt- und Aussatzprobleme. Also auch wenn er jetzt nicht mehr fährt, aber ihr seht halt, dass das Licht immer noch leuchtet. Wir haben auch hier das Licht ein bisschen schöner gelöst, weil ihr habt die LEDs, die strahlen wunderbar gleichmäßig in alle Richtungen ab. Also ihr habt den ganzen Raum ganz toll ausgeleuchtet. Wenn euch das Modell gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr bei mir im Shop vorbeischaut. Und dann sage ich danke fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Daniel von spurenteile.de.